Gibt es eigentlich einen Klimakiller oder gibt es ihn nicht? Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen Ihnen nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zum Wetter für drei. Und heute möchte ich mal kurzzeitig das eigentliche Wettergeschehen in Mitteldeutschland verlassen, einen kurzen Ausflug machen in die Klimatologie. Und da geht es um das Kohlendioxid, um das CO2. Viele denken ja, man hört es überall, CO2 ist ein Teufelsgas, ist verantwortlich für den Klimawandel hier auf unserer Erde. Aber die Meinungen der Klimawissenschaftler gehen da vollkommen auseinander. Die einen sagen, ja, das ist so, der menschgemachte Klimawandel durch Verbrennung, Entstehung durch CO2, bewirkt eben die Temperaturerhöhung auf der Erde. Andere Klimawissenschaftler sind ganz anderer Meinung. Dennoch, Fakt ist zum einen, es gibt nur beschränkte Ressourcen in Sachen Erdöl, Gas, und deshalb müssen wir sparen und wir müssen uns andere Energiequellen suchen. Aber grundsätzlich muss man sagen, der Klimawandel ist nicht so klar wie zum Beispiel in der Mathematik der Satz des Pythagoras oder in der Astrophysik die Keplerschen Gesetze. Nein, da gibt es noch viele, viele andere Möglichkeiten. Aber schauen wir uns erst einmal an, worüber wir reden. Die Erdatmosphäre besteht ja zu 78% aus Stickstoff, zu 21% aus Sauerstoff, zu 0,93% aus Argon und nur zu 0,04% aus Kohlendioxid. Und dann gibt es noch ein bisschen Wasserdampf und Ozon. Und in den vergangenen 160 Jahren hat die Konzentration des CO2, des Kohlendioxids, in der Atmosphäre nur um 0,01% zugenommen. Und erdgeschichtliche Untersuchungen, zum Beispiel in Bohrkernen der Arktis und der Antarktis, haben ergeben, dass in der Erdgeschichte schon ganz andere Konzentrationen von Kohlendioxid vorhanden waren, viel, viel höher und auch viel, viel niedriger. Und auch bei höheren Konzentrationen gab es in der Erdgeschichte bereits Eiszeiten. Das klingt natürlich spannend, aber was sagt uns das Ganze? Tja, Klimawandel. Klimawandel gibt es schon, solange es die Erde gibt, denn Klima, konstantes Klima hat es noch nie gegeben. Und wenn man hört, wir stoppen den Klimawandel, dann geht das auch nicht. Wäre ungefähr so, als wenn wir uns hinstellen und sagen, wir stoppen mal das nächste Sturmtief. Kann man natürlich auch nicht. Aber die Frage stellt sich weiterhin, ist die Temperaturerhöhung auf der Erde durch den Menschen gemacht oder ist sie eben einzig und allein von der Natur gemacht? Diese Frage werde ich jetzt hier in dieser Sendung natürlich auch nicht klären können, aber vielleicht sind Sie daran interessiert und informieren sich mal etwas intensiver, unter anderem im Internet. Aber eins muss man sagen, als Fazit dieses Ganzen, das Klima ist ein nicht linear chaotisches System. Und das ist nicht nur das Klima, sondern auch das Wetter. Und deshalb kann man weder das Wetter genau vorhersagen für Zeiträume von 10 oder vielleicht sogar 15 Tagen, noch kann man das Klima genau vorhersagen für 20, 30 oder 50 Jahre. Das nur mal als grundlegende Information. So, jetzt komme ich zurück vom Ausflug in die Klimatologie zum Wetter hier in Mitteldeutschland. Und da gibt es heute Nacht eine Zweiteilung. Über Thüringen sind die Wolken dichter. Da kann es gelegentlich mal ein bisschen tröpfeln oder regnen, vor allem im südlichen und westlichen Thüringen. Sonst sind die Wolken teilweise nur gering oder dünn und entsprechend sinkt die Temperatur auf 7 bis 2 Grad. Vereinzelt auch dicht an den Gefrierpunkt mit leichtem Bodenfrost, vor allem dort, wo es länger klar ist. Der morgige Tag, weiterhin so eine gewisse Zweiteilung des Wetters. Über Thüringen eher die dichten Wolken, in Südthüringen noch ein bisschen Regen. In Sachsen-Anhalt und Sachsen aber auch zeitweise freundlich mit etwas Sonnenschein und Temperaturen. Mit Sonnenschein bis zu 15 Grad, unter dichteren Wolken nur 10 bis 12 Grad. Auch am Sonnabend gibt es dann noch mal ein paar dichtere Wolken. Der Sonntag ist dann wohl für alle schön und angenehm mild. Mit diesen Aussichten jetzt ins Studio zu Robert Burdi.